Einer der häufigsten Fehler, die ich bei befreundeten Unternehmern, Selbstständigen, Freelancern gesehen habe in den letzten 6, 7, 8, 9 Jahren, die tatsächlich auch den Willen hatten, irgendwie zu wachsen, Erfolg zu haben oder zumindest den Wunsch, sagen wir mal so, den Traum zu wachsen, Erfolg zu haben, was zu reißen, was aufzubauen, mehr Umsatz zu machen, mehr Kunden zu gewinnen, Leute einzustellen, geile Projekte an Land zu holen und, und. Der größte Fehler, den ich echt bei allen sehe, ist, dass sie kein Sales gemacht haben, dass sie sich nicht auf Sales fokussiert haben, im Sinne von, und jetzt kommt's, ich muss mehr von diesen Sachen verkaufen, um auf diese Ziele einzuzahlen, die ich da habe. Und diese Ziele, das sind immer dieselben irgendwo. Also ich meine, ich möchte, dass diese Organisation wächst oder gleichbleibend. Ja, gleich bleibt, das weiß ich nicht, wer das möchte, aber zumindest minimal wächst oder maximal. Ich möchte neue Leute einstellen, ich möchte bestimmte Investitionen tätigen, ich möchte persönlich Geld verdienen, ich möchte eine bestimmte neue Positionierung finanzieren. Da gibt es tausend Sachen, aber es sind immer dieselben. So im Endeffekt kannst du das runterschrumpfen auf Wachstum und auf die Dinge, die mit Wachstum zusammenhängen. Und warum machen die diesen Fehler? Oder ich weiß nicht, ob es am Commitment liegt, dass es Menschen gibt, die sagen, weil ich glaube nicht, dass Sales, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, aber ich glaube nicht, dass Sales eine absolute Fähigkeit, eine absolute Gabe ist, die jemand bekommt. Ich glaube, die einen haben eher einen Hang dazu, die anderen weniger. Der eine hat mehr Talent, sich mit Menschen auszutauschen und zu kommunizieren. Denn darum geht es nämlich, zu kommunizieren, mit Menschen zu sprechen, ihnen zu erklären, ehrlich zu erklären, was man von ihnen will. Und sie idealerweise, nicht idealerweise, und sie beraten zu können, wenn man von Sales, bei Produkten und Service spricht, sie beraten zu können zu dem, was man anbietet, was man verkaufen möchte. Weil die Beratung, die Beratung ist die Basis dafür, gemeinsam herauszufinden, ob das das Richtige für den Kunden ist. Und wenn es das Richtige für den Kunden ist, dann ist das der Sale in der Regel. Also wenn ich hier mit jemandem telefoniere, dann ist das der Sale, wenn wir gemeinsam herausfinden, das ist die perfekte Lösung für dich. Es ist nicht mehr weit vom Sale entfernt zumindest. Und was ich eben beobachtet habe, ist, dass die Leute keinen Bock haben auf Sales. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel mit Angst zu tun hat. Ich glaube aber auch, dass das sehr, sehr viel mit Komfortzone zu tun hat. Ich habe keinen Bock auf Sales. Ich habe keinen Bock, emotional involviert zu werden. Ich habe keinen Bock auf Kommunikation. So kommt mir das vor. Das heißt, die Standardkommunikation: hey, moin, na, alles klar, so läuft ja irgendwie die meiste Kommunikation hier ab. Morgen ein Kürbiskernbrötchen bitte und so weiter. Also da wird nicht viel geredet. Und ich glaube, auch in stärkeren Beziehungen, nicht auch in näheren Beziehungen, auch Leute, die zusammenleben, die Freunde sind und so weiter, durchbrechen oft nicht so eine Schicht. Und ich glaube, genau die, die ich in den letzten 5 bis 10 Jahren kennengelernt habe, haben genau dasselbe gemacht. Sie haben nur das Kürbisbrötchen bestellt. Also im übertragenen Sinn. Sie haben wirklich nur ein Minimum an Kommunikation investiert, um an dieses Maximum zu gelangen. Und das funktioniert nun mal nicht, weil wenn ich den Wunsch habe, dieses Maximum rauszuholen, muss ich eben auch das Maximum investieren. Und Sales ist nichts anderes wie Kommunikation. Ich habe letztens schon ein Video darüber gemacht. Sales ist sprechen mit Menschen. Sales ist so, wie ich jetzt hier sitze. Ich verkaufe jetzt auch, wenn da idealerweise jemand von Marke XY sitzt und mich irgendwie interessant findet, dann wird er vielleicht auch googeln und gucken, was ich mache, und schon habe ich mich zumindest verkauft. Und vielleicht kauft er dann auch noch die Firma und fragt an und hat Bock auf einen Service oder sowas. Alles, was Sales ist, ist Kommunikation, und sehr vieles, was Kommunikation ist, ist Sales. Sales im übertragenen Sinne, nicht im Sinne von verkaufen, gib mir was und ich gebe dir was und du gibst mir Geld dafür, sondern Sales im Sinne von kommunizieren,
weismachen, für eine Sache gewinnen, überzeugen und, und. Und das, diesen Fehler, den habe ich gesehen, und das ist einer der größten Fehler, glaube ich, den man machen kann, wenn man Unternehmer ist, wenn man was startet, wenn man Vollgas geben will und dann sagt, nee, aber ich bin nicht der Typ, um zu verkaufen. Ja, wenn du nicht der Typ bist, um zu verkaufen, dann wirst du auch nicht verkaufen. Wenn du nicht verkaufst, dann lass das mit der Firma bleiben. Und am schlimmsten finde ich das, wenn es zwei oder mehr Partner sind, weil dann ist garantiert einer dabei, der halbwegs gut kommunizieren kann. Und alle ziehen trotzdem den Schwanz ein, lassen es bleiben und es führt zu nichts.